Das Schöne an so einem Best-of-Slam ist, dass man auch mal so in den Tiefen der Mappe graben und ganz alte Texte raussuchen und wieder vorzaubern kann, die man schon lange nicht mehr vorgelesen hat. Das mache ich jetzt. Der hat aber auch einen aktuellen Anlass, obwohl er im Winter geschrieben wurde, im Winter vor 10 Jahren oder so. Aber ich habe heute ausgerechnet, dass ich diese Woche oder beziehungsweise in den 10 Tagen, innerhalb von 10 Tagen 55 Stunden im Zug verbringe. Und da dachte ich, eine Bahnfahrgeschichte wird mir gut tun. Die heißt Zugfahrt nach München und handelt von einer Zugfahrt von Berlin nach München, die ich eines Tages unternehmen durfte, musste, konnte. Ich liebe Zugfahrten, ehrlich. Das Problem sind nur die Mitreisenden, die mir die Bahn gelegentlich zuteilt. Früher gab es doch in den Zügen Raucher- und Nichtraucherwagen. Warum richtet man nicht Idioten- und Nicht-Idiotenwagen ein? Ist mir auch ganz egal, zu welcher Kategorie man mich zählt. Hauptsache, es ist nicht dieselbe, in die Leute wie Hertha eingeteilt werden. Hertha ist Mitte 60 und mit einer Bekannten unterwegs. Hertha arbeitet in einer Großküche und hat letzten Sonntag bei Herbertin in der Kneipe Geburtstag gefeiert. Das sei sehr nett gewesen. Bis 1 haben wir gefeiert, das reicht ja auch. Ich sagte aber, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Die Kerls waren ja auch schon alle besoffen und Vibes waren angeschickt. Und haben wir gesagt, gehen wir schlafen, stehen wir ja Sonntag nicht so spät auf. Und dann haben wir am nächsten Tag zum Mittag Peter und Trutchen besucht. Die wohnen ja nicht weit von uns, ja schon so 20 Minuten zu Fuß. Aber es geht doch nicht zu einem schönen Spaziergang am Sonntagvormittag. Da fängt der Tag gut an. Ich hatte ja auch meine roten Schuhe an. Du weißt schon, die innen so gefüttert sind, in denen kann ich da immer so bequem laufen. War ja auch kalt. Heute ist ja nicht so kalt. Früher war es ja immer kalt im Winter. Also ich pack mal so warme Winter hatten wir damals nicht. Stimmt, wir sind ja jeden Winter auf dem Dorf der Schlittschuh gelaufen. Jeden Winter. So viel, nö, gab es damals noch nicht. Hat uns ja auch nicht geschadet, die Kälte damals. Obwohl, ich muss schon sagen, ich bin jetzt auch ganz froh wegen der Wärme. Ich will ja sowieso nicht mehr Schlittschuh laufen, aber trotzdem schön waren sie schon die Winter damals. Ich sage ja immer, richtig kalt ist besser als nass, kalt und matschig, aber die Menschen sind ja auch selber schuld mit der ganzen Umweltverschmutzung. Ne? Darum fahren wir auch Zug, weil das besser ist für die Umwelt. Naja, und weil dir im Flugzeug immer schlecht wird. Da kannst du mal wieder sehen, wie komisch die Welt ist. Dir wird schlecht und ist gut für die Umwelt. Naja, so hat man auch gleich ein viel besseres Gewissen. Ich war bis jetzt heute kein mehr das Gewissen und die Umwelt und dann tun sie sich wundern wegen dem Ozonloch und weil die Winter immer wärmer werden. Wobei, da hat mich neulich die Jutta mal drauf hingewiesen, da stimmt doch irgendwas nicht. Eigentlich müsste es doch mal kälter werden, weil doch durch das Ozonloch die ganze kalte Luft aus dem Weltall reinkommt. Naja, ich bin ja kein Naturforscher, die Herren werden sich schon was dabei gedacht haben, wobei so richtig vertrauen darf man ihnen auch nicht. Jedenfalls waren wir pünktlich zum Mittag bei Peter und Trutchen, gab Rouladen, waren ganz gut, aber natürlich nicht so gut wie deine. Naja, und dann hat der Peter sich doch neulich auch so einen Computer gekauft, so ein Internet. Also nee, wusste ich gar nicht, dass der auch so ein Pädophiler ist. Fand ich auch komisch, dass Trutchen da nicht gegen hatte. Hat sowieso nicht funktioniert, der saß die ganze Zeit davor und hat geschimpft hat der, heiliger Bimbam, erst auf den Computer, dann auf Trutchen, als sie ihm gesagt hat, er soll den Computer wegräumen, damit sie den Tisch decken kann. Also ein Ton war es, sind wir gleich nach dem Mittag wieder gegangen und dann haben wir auf der Straße Lomulus getroffen und ihm frohe Weihnachten und gesundes neues Jahr gewünscht, obwohl wir wussten, dass der Mann mit seinem Darbkrebs nicht mehr lange machen wird, aber was willst du sagen tun? Das alles und einiges mehr bringe ich ungewollt in Erfahrung, bevor unser Zug auch nur Berlin verlassen hat. Unablässig prasselt Herthas Geplapper auf ihre mitreisende Freundin ein. Ich bin nur ein Kollateralschaden des Banalitätenbombardements. Keine Chance, ein Buch zu lesen oder ein bisschen zu schlafen. Warum kann diese Frau nicht still stricken oder ein Kreuzworträtsel machen oder sterben? Es gibt so viele Alternativen. Wir erreichen Jena und sie sagt den verhängnisvollen Satz, ach, noch 4 Stunden bis München, haben richtig schön Zeit für ein kleines Schwätzchen, was? Es reicht. Einmal muss Schluss sein. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und tue so, als würde ich jemanden anrufen. Bist du bereit? Sage ich laut ins Telefon. Hertha schaut kurz zu mir rüber, dann legt sie wieder los. Und da meinte doch neulich die Hetti zu mir, dass der Horst sich auf der Vereinsfeier so daneben benommen hat. Horst hat sich daneben benommen. Hast du das? Sage ich ins Telefon. Ja, auf der Vereinsfeier. Hat Hetti gesagt, hat Hertha gesagt. Hertha starrt mich an. Haben Sie uns etwa belauscht? Was? Ob Sie uns belauscht haben? Ich natürlich voll entrüstet. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie mich etwa belauscht? Ich habe nur gehört, wie Sie ins Telefon gesagt haben, dass Sie haben mich also belauscht. Aber Sie haben doch angefangen, behauptet jetzt Herthas Freundin, die mir eigentlich auf Knien danken müsste, weil ich mich dem Tratsch-Tsunami entgegenstelle. Angefangen? Ich habe noch lange nicht angefangen. Wenn ich erstmal richtig anfange, dann Gnade euch Gott. Lassen Sie uns doch in Frieden. In Frieden, Paar, in Frieden ruhen sollt ihr. Apropos, näher kommt ihr dem Himmel nicht mehr, verkünde ich und zeige auf das Bahnhofsschild, auf dem Jena Paradies steht. Wollt ihr nicht aussteigen? Hepp, 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 macht Hertha und verstummt mit offenem Mund. Ein Moment himmlischer Ruhe. Dann stellt sich das ganze Abteil gegen mich. Statt Applaus schlägt mir Empörung entgegen. Sind die alle schon völlig verblödet von Herthas Gesabbel? Undank ist der Welten Lohn. Seufzend entschuldige ich mich also bei Hertha und ihrer Begleiterin. Dann hole ich wieder mein Handy aus der Tasche, tue erneut so, als wählte ich eine Nummer und spreche laut hinein. Hallo, Herr Happenschrat. Ich wollte Ihnen noch schnell die Zahlen von 1 bis 5.000 durchgeben. Haben Sie was zu schreiben? 1, 2, 3. Wenn ich keine Ruhe habe, sollen die auch keine haben. Dankeschön. Applaus, unser erster bezaubernder Starter.
Volker Strübing. So, bitte.